einer Stunde nicht zurück sind, kommst du mit Verstärkung nach. Schaffst du das? Eine verschlüsselte Nachricht. Willkommen zurück zu Tomb Raider. Na gut. Ich finde es immer noch komisch, dass wir noch keine anderen Priesterin begegnet sind. Na gut, dann können wir uns ja wissen, wieder umziehen. Und. Moment. So, was hätte ich jetzt? Hier das Ding mit der Kapuze und. Achso, das hat sich das andere Teil durch. Nee, aber wir rennen leiser. Achso, er nimmt das Set. Nee, hä? Warum nimmt er gerade diese Schuhe? Von allen Sachen sind die bestimmt nicht das, was ich möchte. Pflanzen, Mineral, Herstellungsressourcen, die der Quelle. Nee, warte, ich möchte die anderen haben, die nicht Mineralressourcen. Schwarzwald und Bergungsgut aus jeder Ecke. Genau, die will ich haben. Zusätzliche Haut von Tieren. Wäre eigentlich fast sinnvoller für mich. Aber ich plündere leider die Jaguare zu selten. Ich habe noch 2 Skillpunkte. Kann ich mit dir noch was machen? Ich könnte noch Lockpfeile liefern. Leveln. Stellen Sie Lockpfeilen her? Stellen Sie Giftgranaten her? Ja, nö. Betonung, stellen Sie bestimmt. Achso, Leuchtmunition, Unterstützungspatronen. Ja. Ich finde es übrigens sehr schade, dass ich den großen Beutel. Nee, warte mal. Ich soll das zum verlassenen Dorf, hat er gesagt. Ne? Ich weiß doch, wo das verlassene Dorf ist. Das ist nicht dort, sondern. Ja. Oh, diese verdammte. Verlassenes Dorf? Wo anders? Okay, gut, du weißt nicht mehr, ich weiß, wo es ist, aber ich weiß wirklich, wo es ist. Gehört das noch zum Partiti? Ja, es gehört noch zum Partiti-Block dazu. Ach, guck mal, jetzt kann ich bestimmt da rein. Das Grab, was ich letztes Mal nicht konnte. Wo ich dort war und schon geflucht habe, dass ich da nicht reinkomme. Na gut. Dann, wenn wir das jetzt haben, dann ist das ja schon mal sehr beruhigend. Ja. Ich darf für einige Sekunden die Fenster hier. Sie verschwinden, drücken Sie hier, um sie zu drücken. Fenster entkommen. Mal wie schön. So. Achso, ich sollte vielleicht die Quest noch markieren. Denn. Ist so schön, wie ich hier noch kein Millimeter der 2 Gräber. Hackern treffen? Ah, hier. Okay, gut. Ich bin auf dem richtigen Weg. Es ist nicht da, wo ich dachte, wo es ist, aber es sind anscheinend 2 Gräber, also. Irgendwie sieht man diesem Dorf an, dass es ein Kampfort ist. Hier hat die eine ihren Vater verloren an diesem Ort. Ja, okay. Treffen wir halt nicht. 4 Schießpulver. Och, das ist hier noch ein bisschen Geld und das ist hier, naja, hier noch ein bisschen. Könnte ich denn das da jetzt schon wieder übersehen haben, also wirklich? Welche Hasen, die bringen mir eher nichts. Oh, Lamas. Das Lama ist tot, aber es liegt irgendwo, wo ich nicht rankomme, oder? Ja, das ist toll. Oh Mann, ey. Zum Glück sind Pfeile billig. Nicht so wie... In dem Teil gibt es wesentlich mehr Holz. Ich erinnere mich halt noch in Reise zu Tomb Raider, da war das echt vor allen Dingen am Anfang ein Problem, irgendwie Pfeile ranzukriegen. Weil es weit und breit kein Holz gab, obwohl das war vielleicht in dieser. Wir sind hier irgendwo im Eis gestrandet Situation. Vielleicht auch irgendwie ganz passend, ne? So, und hier. Den Pfad habe ich letztes Mal übersehen. Ne, den gab es doch letztes Mal nicht, oder? So, ich hoffe, das ist jetzt nicht so umfangreich hier, dass ich wieder stundenlang in so einem komischen Grab rumrenne. Das wäre mir eher unlieb, sag ich mal. Ja, oder ich fahre einfach direkt ins Wasser und sterbe. Das wäre alternativ natürlich auch möglich. Ja. Ach. Er ist schon bis hierher gekommen. Mit seinen, ohne Schuhe, mit seinen kleinen Röckchen. Hakan, bist du... Hier durch, schnell. Lara, lauf! Hä, warum? Ich kann die Tür einfach um... Hey, ein Richterpriester. Jetzt kannst du deinen Freund sterben sehen. Wartet. Vielleicht gibt's eine andere Lösung. Lara, richtig? Ich höre. Ein Pakt. Du tust etwas für uns und dein Freund lebt. Einfach so? Warum? Weil du mich beeindruckst.
Du hast seit deiner Ankunft in Paititi viel Einfallsreichtum bewiesen. Lara, tu's nicht! Gib sie ihm nicht! Was willst du dann? Den Gottesmörder natürlich. Darum seid ihr doch hier. Hör nicht auf ihn! Die Herausforderung kam von Amaru selbst. Wer den Gottesmörder besitzt, darf um seinen Thron kämpfen. Hat dein Freund dir nicht gesagt, worum es geht? Interessant, aber nicht mein Problem. Dort wartet deine Herausforderung. Bring mir den Gottesmörder und dein Freund bleibt am Leben. Ja oder nein? Lara? Wenn er bei meiner Rückkehr auch nur einen Kratzer hat, sterbt ihr alle. Spar dir dein Draufgängertum lieber auf. Das ist... Die müssten doch eigentlich wissen, dass ich Waffen habe, oder? Okay, sie stehen jetzt einfach rum. Na gut, dass ich diesmal nicht in Priesterinkleidung unterwegs bin. Das wäre extra doll aufgefallen. Dann müsste ich wahrscheinlich hier tauchen, oder? Ich könnte natürlich auch einfach das Questding aktivieren, um zu gucken, wo ich hin muss. Oder ich tauche einfach diese Pflanze da und noch das Zeug mit. Ich könnte natürlich noch die restlichen... Ich kann die restlichen Ausrüstungsgegenstände einfach beim Händler herstellen, glaube ich, oder? Wenn ich das bei irgendjemandem könnte ich doch auch Fake kaufen. Trotzdem weiß ich mal nicht richtig, wo ich hin muss, ne? Ich dachte, ich müsste tauchen, aber irgendwie nicht. Moment, ich kann doch bestimmt die Quest markieren. Die Herausforderung abschließen. Ja, ich würde das gerne markieren, liebes Spiel. Hä? Ach so. Ich habe ihn nur hier getroffen. Um jetzt an einen komplett anderen Ort zu laufen, nämlich da, wo ich eigentlich dachte, wo ich hin muss. Also es gibt diesen ganzen Ort nur dafür, dass man da nicht vorher hinkommt und mit Ulla Hakan reden kann. Warum geht's denn jetzt hier so langsam durch? Wir waren schon 1000 Mal in diesem Dorf. Die verborgene Stadt? Wie? Hat jetzt Paititi endlich mal nach 1000 Jahren einen Namen bekommen? Oder hat das jetzt die Animation extra langsam gemacht? Weil es das jedes Mal tut, wenn man hierher kommt. Weil das ja so ein Moment ist, der in jeden Fall mit Ehrfurcht erfüllt. Hä, die Höhle? War ich denn da nicht schon mal? Ich kann nicht diesen Frosch mitnehmen. Das nervt. Wo dieser blaue Frosch, glaube ich, hochgiftig ist. Wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, das war in Afrika, wo es den blauen Frosch gibt. Ach, scheiße. Oder ich brauche hier mal kurz. Das war jetzt nicht so geplant, dass hier. Jetzt weiß ich auch, warum ich letztes Mal die Wölfe nicht umgekippt sind, wo ich die. Ich kann mich nur erinnern, wo ich letztes Mal in so eine Wolfshöhle reingelaufen bin, habe ich mich da beschwert, dass diese scheiß Wölfe einfach nicht. Oh, 7 Stück. Nicht umgekippt sind. Ich glaube, es lag daran, dass ich da einfach den schlechten Bogen dazu habe. Weil jetzt, guck mal, jetzt gehen die auch viel besser drauf. So wie ich das auch erwartet hätte. Ich war doch in dieser. Ich war hier in dieser Höhle schon mal. Letztes Mal war ich noch dicht. Ah ja. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich in dieser Höhle schon mal war. Letztes Mal war hier nichts offen. So, mal sehen, ob ich das in 12 Minuten schaffe, hier durchzulaufen. Halten Sie, Spezialmunition herzustellen. Ja, gut, dass mein Mausrad wieder funktioniert. Ich hatte lange Jahre 2 Mäuse hintereinander, wobei das war die gleiche Maus quasi. Doch, es war genau die gleiche Maus. Und da war beides Mal das Mausrad kaputt. Nach relativ kurzer Zeit, oh, guck mal, hier liegt Munition rum. Die leider voll ist, weil ich mich voll gekauft habe. Aber hey, man, die Dings. Warte, warte, warte mal, Moment, wenn hier Pistolenmunition rumliegt. Oh, warte mal, mir fällt gerade so auf. Ich verbrauche dafür gar keine. Oh, das ist ja dämlich. Ich verbrauche gar keine normale Munition fürs Herstellen von Pistolenmunition, deswegen kann ich das Punkt das gar nicht. Aber das heißt andererseits, dass ich auch unendlich Munition haben kann. Oh, Pfeile. Die nehme ich mit. Nachdem ich gerade bei den Wölfen so viele verbraucht habe. Was haben wir hier schon das? Hä?
Hey, es zeigt zahlreiche Krieger, die sich einer Prüfung mit Wasser und Feuer stellen. Und hier, am Ende, wartet der Preis. Das muss der Gottesmörder sein. Jo. Das Wasser ist voller Piranhas. Kein Problem. Einfach nicht ins Wasser gehen. Ja. Oh, die singen ab. Das ist ja schön. Die guten einen Hugo-Plattformen sind wieder dabei. Ich weiß gar nicht, welches Spiel das erste hatte. Eine Schleuse. Fühlt sich das Ding gleich mit. Oh. Verdammt, der Boden sinkt ab. Ich muss zu dem Floß da. Oh ja, das sollte ich schnell machen. Das Tor blockiert das Floß. Ich muss es irgendwie aufkriegen. Sind das schon wieder so eine Leuchtdinger? Also ich meine, das wird als... Es gab am Anfang Pistolenmunition, ne? Ach so. Klingen, natürlich. Nur ein Tor zu öffnen wäre auch viel zu einfach. Wo kommt denn jetzt auf einmal das Kommentar her, dass das hier irgendwelche Sachen... Wie kann ich mich denn ducken? Ich muss vorsichtiger sein. Wenn ich auf dem Floß bleibe, passe ich nicht durch. Wie, hätte ich herunterspringen sollen? Das hat übrigens funktioniert, ne? Achso, ich muss rumrennen. Und da ist das Floß wieder. Das war damit. Oh, das steigt. Das war knapp. Sie sinkt ja alles weg. Warum muss denn hier alles abgluckern? Und nochmal der Scheiß. Das ist hier auf jeden Fall ein One-Way-Trip. Oder gluckert das wieder hoch. Nö. Mist, noch eine Engstelle. Ja, die genauso aussieht. Diesmal nehmen wir mal links, weil jetzt haben wir rechts genommen. Was ist das? Ein grüner Vogel. Oh. Hey. Das war ich fast zu langsam, ne? Hey. Selbst der Stein zu balancieren. Das muss jemand aber ein paar Mal ausprobiert haben, oder? Es funktioniert sehr gut getimed. Da guck mal schon wieder die Dinger. Wo ich immer noch nicht weiß, wie ich da ausweichen soll, ne? Das Rüberspringen ist ja einfach genug, aber. Achso, das aktiviert die Teile jetzt erst. Ah ja, schön. Das ist relativ easy eigentlich. Die Dinger, da kann ich einfach rüberspringen. Aber wie soll ich denn diese Doppeldinger schaffen? Ich hätte vielleicht mal ein bisschen weiter hinten im Floß stehen sollen. Na gut, das weiß ich nicht. Unglaublich. Das Tor ist riesig. Man muss es irgendwie öffnen können. Ja, das müsste man wohl, aber jetzt kriege ich anscheinend Post. Na gut, wir sehen uns gleich wieder. So, gucken wir jetzt. Ja, ich möchte bestimmt ins Piranha-Wasser fallen. Es sind übrigens ganz schön viele Piranhas. Wovon leben die eigentlich? Ich nehme an, ich kann nicht einfach durchs Tor springen. Na, nicht wirklich. Aber trotzdem, von was genau? Oh. Also das bringen wir gar nicht, sonst weiter floatet, ne? Oh, ich muss mich so ein. Ah. Ja. Okay, ich brauche einen Weg außenrum. Bin doch schon bei. Oh. Wahrscheinlich muss ich mich nicht beeilen, aber das sieht ja so aus, als müsste ich hier schon irgendwie mal. Oh, ich muss hier irgendwie sein. Das Floß hängt wieder fest. Konzentration, Lara. Du findest eine Lösung. Seit wann redet sie hier eigentlich so viel? Also es ist relativ klar, was ich machen muss, ne? Aber ich. Oh. Oh, oh. Diesmal gab es eine Sturmgewehr-Munition. Es hat geklappt. Nur noch eins. Was? Woher weißt du das denn? Achso. Jetzt stehe ich aber ganz schön unter Wasser. Perfekt. Jetzt kommt das Floß wieder in Bewegung. Und es ist wieder fallen. Wir können ja von wahrlich Glück sprechen, dass sich das Floß nirgends so festhängt. Ne? Warum müssen es immer Klingen sein? Das weiß ich auch nicht. Aber das ist wahrscheinlich gibt es nicht allzu viele Motive, die man hier machen kann. Deswegen lag das relativ nah. Schön, dass das hier auch perfekt in der. Es darf hier auch nicht regnen oder sonst irgendwas, ne? Sonst ist hier sonst ist der Wasserstand falsch und dann würde hier alles nicht hinhauen. Es sind übrigens auch wieder Piranhas, ne? Oh, cool. Noch ein Tor. Vielleicht öffnet es sich genauso wie die anderen. Wo ich da einfach noch warten soll, ne? Bis die Dinger hier alle weg sind.
Oh, warte mal, ich bin gerade falsch rumgelaufen, oder? Mist. Ich muss also wieder zurück. Ne, warte mal, ja. Ich muss hier weg. Die Plattformen sinken ab. Wie komme ich denn wieder zurück? Wo kann ich denn das hier? Achso. Genau rechtzeitig. Weiter geht's. Ich will nicht, wenn ich mein Taxi hier verpasse. Haben wir es denn langsam mal? Eine tolle Herausforderung, vor allem für Leute ohne Sturmgewehr, ne? Oder zumindest Pistole. Aber Sturmgewehr ist. Das ist das Ende des Falles, ne? So, war es das jetzt oder kommt jetzt wirklich nochmal irgendwie. Nochmal anstrengendes Zeug? Ich sehe da hinten schon wieder Kletterfall. Oh, nein. Sind links und rechts Steine zum Festhalten, aber nicht in der Mitte. Nee. Also, es sieht so aus, als müsste ich nur. Das ist eine rote Freifläche. Gibt es hier noch was zum. Ah, ne, was zum Finden gibt es hier. Ich dachte Graben, aber nein. Kultur. Dessen sind wir hier. Nur für die Kultur. Es zeigt einen Sterblichen, der einen Gott mit einem Bogen tötet. Er nimmt seine Krone an sich und besteigt den Thron. Das ist der Gottesmörder. Ich muss ganz in der Nähe sein. Ob die Typen sich nicht also bis jetzt haben die sich sehr fanatisch schon mal an die Anweisung von den Priestern gehalten, ne? Das ist anscheinend der Rückweg. Hey, abgeschlossen? Ich bin noch... Endlich. Da drin muss der Gottesmörder sein. Ja, liebes Spiel, ich würde gerne wieder meine Maus benutzen können. Danke. Schade eigentlich. Ich hätte gedacht, dass das Ding jetzt einfach nur... Das Herausforderungsgrab zählt schon... Oh, wenn ich hier Schrotflintmunition kriege, spricht einiges dafür, dass hier gleich die Jaxil wieder angerannt kommen. Der Boden hier sieht so aus, als würde er gleich weggehen, ne? Und das sollte doch so simpel sein, wie ich denke, wie es ist, dass du einfach nur die Platten kaputt schießen musst, während die... Warum dieses... Oh. Das Becken leert sich. Ich muss einen Sicherheitsmechanismus aktiviert haben. Toll. Ja, das ist natürlich jetzt klasse. Achso. Noch mehr Gefahren. Ich muss wachsam bleiben. Wachsam, hm? Ich habe immer noch nicht so richtig eine Ahnung, wie ich an den Ding hier nicht vorbeikomme. Achso. Oh, lol. Achso, die Dinger sind leer. Also nicht alle haben was. Das ist tatsächlich jetzt immer eine... Aua. Was so... Echt anstrengend jetzt hier der Scheiß, ne? Nein! Nein, ich komme nicht wieder hoch! Ja. Oh, das ist halt lang, wenn wir nicht auskühlen. Ein Sicherheitsmechanismus. Also meine eigentliche Aufgabe ist es, diese Dinger kaputt zu schießen, oder? Oder? Muss ich hier wirklich einmal im Kreis fahren? Da sind wir einmal rum, oder nicht? Achso, warte mal. Achso, jetzt kommen wir hier. Ah. Das hätten wir bestimmt schon die ganze Zeit machen können, oder? Ich habe mich bloß angestellt. Ach, jetzt kommen wir in die Innenreihe rein. Das ist ja schön. Nee. Nee. Oh, achso, ich bin ja kurz vor, wenn ich mich geheilt habe. also wir müssen. Ich glaube, ich muss das hier nicht auf Zeit machen. Oder? Nee. Es geht, glaube ich, nicht nach Zeit. Also ich muss einfach nur einmal im Kreis rumfahren, dann geht halt die nächste Stufe an, so wie es aussieht. Na scheiße. So wie das Teil übrigens aussieht, muss ich da auch noch hochklettern. So, haben wir jetzt eine lange...
Die Dinge habe ich ziemlich viel. Was blockiert den Turmmechanismus? Ich muss rausfinden, was. Ja, wir klettern einfach mal rüber. Und schauen uns das aus der Nähe an. Das ist doch gar kein Problem hier. Ach ja, und jetzt muss ich wieder zurück, oder was? Ich könnte natürlich nicht, wenn ich schon mal hier bin, dass das Ding gleich hochklettern, ne? Ich hab's. Und jetzt ganz nach oben klettern. Super. Ach ja. I see. Kann ich hier von was getroffen werden? Ne. Okay. Dum. Das hätten wir auch nicht von Anfang an machen können, ne? Jetzt hier einfach die Wand hoch? Ne. Hä? Achso, ich soll wahrscheinlich auf der Außenseite wo hochklettern. Oder hier? Ne, man kann es hier nicht so leicht runterfallen. Spiel ich wieder gerne hoch. Danke. Also hier, ja, wahrscheinlich diese Wand hier, oder? Die ist doch. Dieses Stück außen. Wie auch immer dreht sich dieses ganze. Ne? Auch nicht. Oh, fuck. Hier ganz unten. Ach, Menno. Aber das war jetzt nicht so die riesen Herausforderung, bis dahin zu kommen. Aber trotzdem irgendwie nervig. Ja, wo soll ich denn jetzt hier lang? Also auf der Innenseite auf jeden Fall nicht, aber die Außenseite geht auch nicht. Achso, doch Außenseite. Ich hab schon die richtigen Worte gesagt. Ich hab bloß nicht realisiert, dass ich die Außenseite meine, nicht die äußere Seite der Innenseite. Ich kann hier übrigens nicht hochklettern. Also ich kann hier nicht hochrennen. Doch jetzt. Gerade wollte ich nicht. Du hämmerst die Leertaste und nichts passiert. Ich frage mich, wo der Trommelchor eigentlich herkommt, der mir hier. So, hier, zuck. Oh, jetzt ziehen wir uns mal einen Dossen hin. Ach, das war's schon. Da passiert hier noch was. Guck mal, hier ist das eine auffällige Platte. So, pass auf, stellt sich raus, der Göttermörder ist schon lange kaputt. Yay. Sie hatten beim Plündern von Gegner mehr Goldstücke. Es kommt viel zu spät. Es kommt viel zu spät. Mal sehen, worum hier alle kämpfen. Das Ding ist noch intakt nach 1000 Jahren? Ja, ist tatsächlich noch intakt. Geschafft. Und du musst der Gottesmörder sein. Wir wissen ja auch, wenn man so Artefakte rausnimmt, dass die immer und ohne Probleme. Dass das kein Druckschalter auslöst oder sonst irgendwas. Da guckt sie deswegen gerade auffällig. Ha. Huh. Der ist natürlich noch gut, ne? Weil die guten Carbon-Sehnen, die da drin sind, die sind natürlich noch in 1er intakt. Es ist auch schön zu sehen, wie der komplette Dungeon eigentlich keinen Rückweg hat und deswegen einfach nur das Ladebildschirm rausgeht. Das ist bei diesen ganzen DLC-Dingern, das ist immer so, ne? Das gäbe keine Möglichkeit, aus diesen Dingern irgendwie wieder rauszukommen. Also wüsste ich nicht wie. Außer halt, das manuell zu laufen. Aber das ist halt. So habe ich jetzt. Das ist jetzt aber nicht das. Hier ist doch noch ein Grab, was ich noch nicht gemacht habe. Das da. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll, diese Krypta. Und das da oben. Wahrscheinlich müsst ihr irgendwie rüberspringen, keine Ahnung. Aber das geht halt irgendwie nicht. Warum muss man tauchen? Ich habe es bloß nicht gesehen. Na gut, dann befreien wir mal unseren Kumpel. Und wahrscheinlich werden wir gleich mal davon ausgehen, dass wir den Bogen behalten. Ist das A nicht leider Schlimmstes für unseren guten Hakan, dass er leider tot ist. Und dass wir gleich mal die Goldplünderfähigkeit, die wirklich nichts bringt. Also jetzt, die kommt viel zu spät. Also Lara, warum so vorsichtig? Da ist nix. Deswegen würde es nichts ändern. Jetzt haben wir ja schon alles gekauft. Das sei denn, es kommt jetzt noch irgendwas, was ich mir unbedingt noch holen muss, aber aufgrund meiner. Ich versuche so viel Zeug wie möglich abzugreifen. Spieltaktik ist halt irgendwie schwierig. Sind sie noch da? Die sind gar nicht mehr da, wa? Ja, ne? Achso, die sind jetzt hier in so einer kleinen Höhle drin. Okay. Wo kommt jetzt hier noch ein Grab? Das wäre natürlich extrem unpraktisch. Na toll. Lebt immer noch. Drei Körperschüsse reichen immer noch. Oh, Junge.
Hey. Hat ein Glück, dass ich gar keine Zeit hatte, mein Zeitkraut zu nehmen. Aber hey, jede Menge Leichen, die ich plündern kann. Wie viel sind das? 10% mehr, oder? Oder 15 vielleicht, wenn es hochkommt. Ich hätte auch mal eine andere Waffe benutzen können. Weißhakern und Koka gehen nicht, dass wir von außerhalb kommen. Achso, guck mal, wir hätten uns hier auch rein. Oh, wir hätten uns hier auch heimlich langschleichen können, ohne dass wir da aufgefallen. Ja, ja. Ich hätte jetzt auch meinen neuen Bogen benutzen können. Hab ich den jetzt? Nee, das ist mein normaler. Mein durchgelevelter Bogen. Nicht irgend so ein komischer, nur 15 Level 2 Bogen, der nichts kann. Oh. Warum müssen diese Typen eigentlich sich immer so viel Mühe geben? Ich meine, das ist anstrengend, oder? Dass das hässliche Aaron immer vor uns wegrennt. Das. Das wäre ja alles wesentlich einfacher. Wenn die nicht immer von uns wegrennen würden. Die Typens. Oh, ich kann sogar Giftpfeile herstellen. Habe ich noch nie gegen die Typen eingesetzt. Ich habe mir das Gefühl, dass das Leute mit Sturmgewehr in der Hand, die durchdrehen, irgendwie wesentlich effizienter sind. Sir, Sir? Chen hakan patal, kalanti kapaches, chui mentil bej kapat pachilo. Beyo chikan, ektipich chepnalop kum kimesik, unahu yo helilile kun uchul tikapat pachile, hachmatin tuklahua masahaki. Balik tselik shane, le lisah bensile, nishbal kukinan kil telo, le lobele, balechen juntul hech letio, yanukan al wakushupul uyolutson, leken uchuke kekchukik. Mir fällt gerade so ein, ich hätte vielleicht mein Zeitkraut vorher nehmen sollen. Ist noch nicht tot? Jetzt aber. Hä, wovon wurde der gerade getroffen? Ganz schön viele. Wer ruft? Hey, die können Bomben werfen. Das ist aber auch unpraktisch. Achso, ich hätte mal meinen Wahnsinnspfeil benutzen können, ne? Gibt's hier vielleicht keine Pfeile? Hä? Ja, hallo? Ich kann ihn nicht sehen, oder? Na gut. Oh, wo kommst du denn noch her? Das geht hier ganz schön auf mein Heilbudget, muss ich ja sagen. Das ist. Immerhin habe ich jetzt genügend Möglichkeit, hier meine Gier des Adlers oder was auch immer das hier eigentlich ist, voll auszutesten. So jetzt. Waren das hoffentlich jetzt im Langen mal alle, oder? Ich würde das ja eigentlich noch wissen, mal noch von dieser Episode abschließen, aber wir es irgendwie. Na toll. Sie kommen. Was, sie kommen? Scheiße! Hakan! Hä? Mach dich bereit! Achso, ich muss hier Zeug machen. Ja, es sind doch noch 4 Mann, die kriegen wir easy tot. Na toll. Also eine Bauchwunde ist, glaube ich, ziemlich tödlich, wenn man keine moderne Medizin hat, oder? Naja, so wird zur Tochter Kayara, wa? Es tut mir leid. Warum hast du gelogen? Weil ich mich für die Wahrheit schäme. Welche Wahrheit? Dass es nie ein verstecktes Kultnest gab? Dass du nur den Gottesmörder wolltest, um Amaru zu töten? Ja, weil er mich gezwungen hat, meine eigene Frau zu töten. Er war schuld daran. Sie wollte uns verraten, die Zukunft unserer Tochter riskieren. Ich habe Atsi geliebt, aber der Kult war stärker.
Du hast sie getötet. Ich habe sie befreit. Und bald sind wir wieder vereint. Ohne seinen Einfluss. Und Kayara? Was wird aus deiner Tochter? Für sie ist gesorgt. Bei Chaska ist sie sicher. Sie wird stark werden. Und gütig und anders als ich. Hast du es gehört? Ich wusste es. Ich habe ihn lang dafür gehasst. Aber meine Schwester war krank. Sie wusste, dass der Kult sie vergiftet hatte und konnte nicht entkommen. Ich... Es tut mir leid, Aaron. Schlaf jetzt, Bruder. Geh einfach zu mir. Danke, Lara, für alles, was du für meine Familie getan hast. Im Nachhinein war es ja ein bisschen umsonst. Nimm ihn. Falls du je die Chance bekommst. Toll. So viel besser wird er auch nicht sein, ne? Hey, vernichten Sie mit Fernen mit den Flammen, finden Sie bei mit dem Versuch. Erhöht den Verursachten zwar. Achso, das Ding hat tatsächlich noch Special-Fähigkeiten. Ein Pimmel überwachte Bahn und reduziert Feuerschaden. Naja, immerhin haben wir jetzt noch jede Menge Zeug oben drauf gekriegt. Na gut. Das war auf jeden Fall das. Mission abgeschlossen, zwei Gräber. Wieso zwei Gräber? Das war ja wirklich nur eins. Ach so, zwei Gräber wegen. Gut. Oh, jetzt hier macht sie hier wieder. Das. Ja, es ist gut. Wir sind zum fünften Mal hier. Die verborgene Stadt. So, na gut. Soviel dazu. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Shadow of the Tomb Raider. Macht's gut bis dann. Ich wünsche euch was. Habt noch einen schönen Tag. Wo ist denn hier das Feuer eigentlich? Ich würde zumindest mir den komischen Bogen nochmal eben angucken. Das ist hier gar nicht gelohnt. Das habe ich auch erwartet, mehr als ein Fell von dem Ding, ne? So, der Gottesmörder. Jetzt habe ich bestimmt keine Ausrüstung, um das Ding irgendwie zu... Was ist da jetzt hin? Pukuhuxbogen? Schlangenbiss? Achso, das ist einfach nur den Bogen, den ich schon hab. Das ist... Ich habe eh nicht genug Ressourcen, das Ding durch zu verbessern, ne? Das ist quasi nur ein Skin von dem Bogen, die ich schon besessen habe. Na toll. Toll. Was fehlt mir denn eigentlich noch? Mir fehlt immer noch Jaguarfell. Ich glaube, es ist Jaguarfell. Das ist quasi... die Waffe hier, die ich auch nicht verwende. Weil ich aber noch nicht vorher abgewählt habe. Na toll. Na gut, wie dem auch sei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.